Noch ein paar Fragen, Hoffmann. Hoffmann. Theodors Spielchen. Theodor hat meinen Geist manipuliert. Jedes Mal setzt er meine Albträume gegen mich ein. Das sieht ihm ähnlich. Er ist ein Meister der neurolinguistischen Programmierung. Und hier drin ist der linguistische Teil irrelevant. Warum reden, wenn er direkt in ihren Geist gelangen kann? Er hatte mich schon fast. Aber dann blickte ich in mich. Und da war jemand. Da blickte ich in mich. Jemand, der mir gesagt hat, was ich tun musste. Jetzt kann ich es mit ihm aufnehmen. Ja, ich sehe, dass sie bereit sind. Wir haben sie... Natürlich. Die Teampsychologin. Die Teampsychologin. Esmeralda hätte vielleicht überlebt, wenn sie mich nicht gerettet hätte. Fühlen Sie sich nicht schuldig. Wir haben geredet. Sie hat mir von dem Plan erzählt. Sie wollte, dass er umgesetzt wird. Sie traf die Entscheidung, sie rauszuholen. Sie kannte die Risiken und tat, was sie für richtig hielt. Sie stand in ihrer Schuld. In meiner Schuld? Aber wofür denn? Esmeralda war die Person, die Lily aus ihrem Haus geholt und es niedergebrannt hat. What? Seitdem fühlte sie sich schuldig. Deswegen hat sie mitgemacht. Deswegen hat sie ihr Leben für sie riskiert. Was? Hassen Sie sie nicht dafür. Sie hatte damals keine Wahl. Und sie tat alles, um es wieder gut zu machen. Ich hasse sie nicht. Sie hat sich für den Plan geopfert. Sie hat es wieder gut gemacht. Wie kann man sowas wieder gut machen? Bitte was? Falsche Taste. Lol. Sie hat meine Tochter, okay. Okay, hier geht's aber auch wieder nur zu D5. D5 war doch das Theater. Das bringt doch gar nichts, aber warum gibt's hier noch Loot-Stuff? Hier gibt's ja wirklich noch Loot-Stuff. Okay, also wir teleportieren uns jetzt mal zu D5. I don't know, ob das richtig ist oder noch, oder nicht. Asratoba, hallo Asratoba. Skandal. Ja, wirklich. Ey Junge, Skandal. Dass die da wirklich dafür schuldig ist, meine Tochter da entführt zu haben und diesen Brand gelegt zu haben und mich einfach in Unwissenheit. Das ist heftig. Na gut. Schauen wir einfach mal, ob wir jetzt hier den richtigen Weg finden. Post plus. Oh, Kaffee. Ey, Junge, wir müssen Käffchen trinken. Käffchen. Erstmal. Ja, ist ja Bescheid. Kaffee. Was hat er denn eigentlich für eine Tasse? Union? We are? Prost. Oh, lecker. Kann ich mir eigentlich die Tasse genauer angucken? Nee, schade. Aber gut, hier gibt es bestimmt wieder Munition, die ich nicht nehmen kann. Die Spritze schon. Die Munition nicht. Gut. Ja, hier können wir wieder zurück. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen... Oh, was haben wir denn hier noch Feines? Ja. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ja. Sehr gut, sehr gut. So. Such dir einen Weg durch die Überreste von Juni, um zum Hotel im Geschäftsviertel zu gelangen. Wait. Das Hotel. War das Hotel nicht bei B2? Verdammt. Das ist wirklich eine Festung. Was ist da los, Sebastian? Der Stan dreht durch. Sieht aus, als würde er noch instabiler werden. Wir sind richtig, ja, keine Ahnung. Ich nehme an, du hattest was damit zu tun. Ging nicht anders. War leider notwendig, Kidman. Ich werde das ein für alle Mal beenden. Ich werde Lily retten. Und diesmal habe ich alles, was ich dafür brauche. Viel Glück, Sebastian. Und halt mich auf dem Laufenden, ja? Es ist wichtig, dass ich weiß, was da vor sich geht, damit ich dir wieder helfen kann. Verstanden? Ja. Ich melde mich. Dass sie uns wieder helfen? Er wird uns leiten. Hä, warum lebt er denn noch? Was ist denn mit ihm verkehrt? Ich dachte, er wäre tot. Also, was ich schon mal cool finde, ist, dass er uns anscheinend hilft. Weil er macht die Viecher da kaputt. Ja, super nice.
Ey, jetzt ernsthaft? Macht er jetzt da alles platt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist? Dann wäre natürlich richtig gut, weil dann kann ich nämlich hier einfach hinter ihm herrennen, um hier meinen Loot-Stuff mitzunehmen. Hier, guck mal. Zack, da kann ich mein Geglibber einfach mitnehmen. Er rennt hier rum mit seinem Flammenwerfer. Das ist ja... Das ist ja nicht mal sehr hilfsbereit von ihm. Flup! Ah, ich dachte, da wäre... Alter! Der Typ! Erstmal hier kurz heilen. Ist da auch noch einer im Auto? Ich bin hier. Yes! Haben wir damit jetzt den zweiten Tank? Ja, der Sound der Waffe war so dumpf. Ja, es ist Schalldämpfer. Jawohl, der Flammenwerfer aus diesem Tank stammt. Zwei davon werden. Ja, 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 ja. Das ist es. Das war das letzte Teil. Yes! Wo ist er? Hä? Ich dachte. Zwei Tanks? Flammenwerfer. Erstellen. Ja. Mit dieser seltsamen Waffe kann schnell ein Bereich in Flammen gehüllt werden. Die Waffe ist schwer und schränkt die Bewegungsfähigkeit ein. Das Flammengas wird bei der Herstellung sofort in den Flammenwerfer geladen. Mit Q verstaust du den Flammenwerfer auf dem Rücken und kannst dich freier bewegen. Ja. Wo ist er jetzt? Da unten. So, wir haben noch eine Taste frei. Wir packen ihn mal auf die 5 und das hier auf die 6. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann. Nice! Jetzt ist die Frage: Brauche ich immer diese Tanks zum Nachfüllen? Also ist das wie so eine Art Munition? Oder ist das jetzt wurscht? Das wäre jetzt noch The Question. Wollen wir mal gucken? Okay, ich glaube, das bringt bei denen nicht so viel. Warte mal kurz. Nee, falsche Taste. Nee. Gut, Flamme gegen Flamme funktioniert nicht ganz. Schade. Ist aber auch nicht so wild. Wir haben ja da noch ein paar Schritten. Aber dafür wird Flamme... Alter, jetzt haben wir 3 so eine Viecher da? Eieiei. Also, wir könnten die Viecher umgehen, indem wir einfach an denen vorbei rennen. So, dann rennen wir jetzt einfach durch, oder? Die kommen jetzt nicht hinterher, oder? Die. Hallo, kannst du mal nicht hängen? Wer bist du denn jetzt auf einmal? Ja nun, renn doch. Als ob er nicht darüber rennen kann. Entschuldigung für den Husten. Du kannst uns nicht entkommen! Was? Ey, die Suppe kriege ich nicht an. Das ist ja mal blöd. So. Wir sind jetzt hier. Und wie geht's weiter? Weil durch die Feuerwand können wir, glaube ich, nicht durchrennen. Was sind das für Blobs hier? Ja, Tasche gefunden, okay. Aber,
bestimmt hier rein, ne? Okay, hier kommen wir auch nochmal rein. Das Hotel ist... Das ist das Hotel, wo wir hin sollten? Vor allem, was mit der Cutscene passiert. Ich hab die ja nicht... Ja, hier ist es. ...weggedrückt, oder doch? Versehentlich? Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Okay. Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Okay. Wir kommen dann nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen, wer hilft Ihnen dann? Wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen. Sie wissen genau, was Sie überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Okay, sprich mit Hoffmann, um die Reise zur Theodors Festung zu starten. Das werden wir auch gleich machen, aber wir werden noch mal ganz kurz hier... Munition noch einsammeln. Ist hier schon alles nachgeladen? Ja, ist schon alles nachgeladen. So, hier alles nachgeladen? Oh, hier habe ich recht wenig, okay. Vielleicht... Hier ist noch ein Tagebuch. Oh Gott! Hoffmanns Tagebuch. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist schwer zu entziffern, aber mit Mühe gelingt es dir, den letzten Eintrag zu lesen. Liams Transformation war schrecklich und sehr faszinierend zugleich. Sie ging weit über neurolinguistische Programmierung hinaus. Meine Güte. Theodors Worte haben Liam nicht nur beeinflusst, sondern auch körperlich transformiert. Kein Wunder, da Theodor die Kontrolle über den Stem haben möchte. Er hat sein bereits großes Talent zur Beeinflussung noch weiter verstärkt. Die Dinge, die er hier tun könnte. Sebastians Persönlichkeit ist nicht so schwach wie Liams, aber er leidet nach wie vor unter einem nicht gelösten Trauma. Theodor wird ohne Zweifel seine neuen Fähigkeiten nutzen, um Sebastian zu brechen. Ich hoffe nur, dass er stark genug ist, um ihm zu widerstehen. Ja, das hoffen wir alle. Dass er sich da nicht hier so beeinflussen lässt von Theodor. Okay. Ich würde sagen, wir müssen... Mysteriöser Becher, du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Also beschließt du, es in deinem Zimmer aufzubewahren. Okay, wir klauen einfach Sachen. Ist auch geil. Das mit dem Namen Sebastian stresst mich. Wieso, du heißt doch Kenny. So, wir... Ah ja, hier war ja das Gemälde, was wir ja zerstört haben. Von Stefano. Sind Sie bereit, Sebastian? Ja. Alles klar, Hoffmann. Tun wir's. Tun wir's! Okay. Let's do it. Nach Ihnen. Okay. Stellen die jetzt einfach dahin. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Er müsste? Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Okay. Wird schon schief gehen. Ja, auf jeden Fall. Dann nehmen wir nochmal erstmal glatt die Schrotflinte aus. Schrotflinte. Es Hallo? Funktioniert. Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel. Los! Ich kann durch die ganzen Flammen nicht sehen. Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau und folgen Sie mir. Nach welchen Dingern? Ich kenne den Weg. Da ist wer. Hallo? Einer kommt durch. Ich hab ihn. Alter, der hat jetzt drei Patronen gefressen? Oh, warte mal. Dann war natürlich mit hier, ne? War sonst noch jemanden? Kommt hier noch jemand? Hallo? Ey, wieso? Noch einer! Passen Sie auf, Hoffmann! Dafür sind Sie zuständig! Wo denn? Na toll! Die sind überall! Oh! Verpissung!
Noch jemand? Ah ja, da kommt ja noch einer. Hallo! So, können wir jetzt weiterlaufen? Hoffman, lass doch mal weiterlaufen. Bleib da jetzt hier nicht einfach so stehen, so blöd. Ah, danke. Wie weit noch? Mutti, hi Mutti. Viel länger, wenn man drin ist. Er will uns fernhalten. Gut, das heißt, er hat Angst. Ja, also Theodor hat auf jeden Fall Angst vor uns. Er weiß, was ihn erwartet. Wir haben Maschinengewehr und einen Flammenwerfer. Wir sind gewappnet. Ich sag mal, können wir jetzt auch irgendwann mal durch sein? Nicht stehen bleiben! Wir sind fast da! Warten Sie! Mit dem Stabilisator stimmt was nicht! Ja, dann reparieren ihn doch! Ich arbeite dran! Geht zu der Deckung! Machen wir. Ja, kein Problem. Ach, guck mal, wer da ist. Hallo! Komm mal her hier. Zeig dein Gesicht. Lebst du immer noch? Nee, gut. Oh. Ach, da ist schon wieder einer. Das war knapp. Ich sagte doch, er zickt rum. Ja, dann kümmere dich drum. Ach, wie bist du da hier? Oh, warte, hier ist noch eine Muni. Hier ist noch was zum Öffnen. Sport für den Muni. Sehr gut. Hier ist auch noch mal eine Kiste. Warte kurz. Hoffman, warte. Bedauern Sie es schon? Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stamm sind. Ja. Also nein, ich bedauere es nicht. Okay. Oh, hier ist ja wieder einer. Gut, jetzt nicht mehr. Verdammt, meine Haut brennt. Aber ich schaff's schon hier durch. Jetzt stellt euch mal wirklich vor, ihr seid in dieser Kuppel. Es muss doch so schweinewarm da drinnen sein. Hältst du doch bestimmt keine 3 Sekunden aus, normalerweise. Da vorne ist auch noch einer. Und hier ist wieder eine Kiste. Schrotflintenmunition. Sehr gut. Hoffman, was ist los? Ach Mann, oh. Ey, kannst du mal das Ding reparieren? Beeilung, hier wird's ziemlich heiß. Ja, ist nicht so schön. Oh, wo kommt der denn her? Lecko mio, der kam jetzt aber überraschend, der Typ. Ah, da. Noch einer? So, bist du fertig? Ja, nun. Was macht sie denn jetzt da? Ey, mach hin. Das ist ein bisschen heiß. Er läuft wieder. Wir müssen raus. Los. Sehr gut. Nimm doch nicht die Pistole, nimm die Schrotflinte. Okay, wenn die Pistole so effektiv ist, dann... Hey, du, mach hin! Fast geschafft! Oh oh. Ja, nun geh zurück und helf ihr, Mensch! Bevor sie verbrennt. Hoffman! Geht sie! Greift die Lili! Hoffman! Nein! Alter, wir sollten wirklich keine Freunde haben. Jeden, mit dem wir irgendwie was zusammenarbeiten und allem drum und dran, jeder davon stirbt. Das ist kein gutes Karma, Herr Castellanos. Ja, Rip Hoffman, ey. Verdammt.
Die war auch noch gut. Leid, Yukiko. Yukiko. Shit. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Also. Kapitel 14. Gut. Nach all dem bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. Ja, ja. Er klimme Theodors Festung, um ihn zu stellen. Aber kein Problem. Ja, und dann gucken wir mal, was Theodor sich dann einfallen lässt, um uns niederzustrecken. Wobei, wird er es schaffen? Ich glaube nicht. So, hier noch ein paar Waffenteile mitnehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, ja, der hat ja auch wieder eine Kondition, der Typ hier. So. Schön, wieder oben einfach was aufploppt. Wie komme ich jetzt weiter nach oben? Achso. Durch die Tür. Und es gibt einen Fahrstuhl. Den wir wahrscheinlich nicht... Sebastian Castellanos. Ja, aber diesmal ist es anders. Sie kommen nicht davon. Okay, hier könnten wir durch und da hinten können wir anscheinend noch nicht durch. Den Aufzug werden wir nicht nehmen können, weil, wir wissen alle, Aufzüge nimmt man nicht, wenn es brennt. Ganz wichtig. So, hier könnten wir doch durch. Das heißt, wir gucken uns erstmal, weil nicht, dass es nachher so eine Sequenz ist, wo ich dann irgendwie da durchrenne und dann wieder nicht zurückkomme. Wir gucken uns erstmal nämlich deswegen hier den Bereich an. Oh, hier ist ja auch eine Tür. Hier ist nochmal ein Spiegel, da könnten wir nochmal zurückreisen. Aber hier gibt es nochmal einen guten... Tasche verbessert. Für die Munition. Sehr gut. Mal ein bisschen Schießpulver. Die Munition ist voll. Ja, okay, die ist wirklich voll. Zurückreisen würde ich jetzt nicht, weil warum auch? Okay, hier können wir einfach so durch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ich meine, klar, wir könnten jetzt zurückreisen und könnten jetzt unsere Waffen nochmal verbessern. Nicht Waffen, na hier das grüne Gel einsetzen. Aber nee, oder? Nee, oder? Also, nee. Wir wollen gegen Theodor antreten. Und zwar so, wie wir sind. Theodor! Wo bist du? Komm raus, komm raus, wo immer du stehst. Sie werden es nicht schaffen. Wie beim letzten Mal, als sie sie retten wollten. Verdammt! Sie kriegen mich nicht klein! So wie Gott uns schuf. Ich würde auch gerne gegen ihn, also wenn er jetzt nicht irgendwas Unfaires einsetzen würde, ja? Hätte ich auch kein Problem mit ihm, 1 gegen 1 einen Boxkampf zu machen. Ja, also, da würde ich mich auch sehen. Aber so wie ich ihn kenne, würde er sagen, nö. Fair wäre ja fair, deswegen spielt er eher unfair. War auch gerade ein Spruch, fair wäre ja fair, deswegen spielt er unfair. Naja, egal. Wer denn? Die zwei brennenden Etwas-Dinger da? Guck mal hier, ich zeig dir mal, was die können. Die können mal ganz gewohnt mal hier ganz schnell sterben. Können sie mal. Du auch noch? Oh, der war jetzt aber fies, du hast dich geduckt. Ducken ist unfair, Freunde. So, High Ground. Wir wissen, High Ground ist immer gut. Klatsch! Und nochmal. So. Noch jemand? Nee? Okay. Oh, da ist ja doch noch einer. Komm her. Oh. Ey, du warst noch gar nicht bei mir dran. Die Entfernung ist nicht richtig. Die hatte noch so 2-3 Zentimeter, um mich wegzustoßen. Ich gerade raufgeklickt und mit der Schrotflinte, wisst ihr?
Aber nee. Ist hier noch was? Nee, okay. Oha. Muss ich hier die Dinger ausmachen? Oh, was habe ich hier? Was sind hier meine Äuglein? Nochmal ein Schlüssel. Oh Mann! Dass der erste Schuss aber auch so leicht über seinen Kopf gegangen ist. Das ist nicht schön. Oh, was ist das denn hier? Jawoll! Nicht so jawoll. Weil ich brauche ja auch immer noch Munition, ne, für den Endkampf. Also ich kann ja jetzt hier nicht alles verballern. Also könnte ich schon, aber... Macht ja keinen Sinn. Bitte mal die Bolzen mit. Oh, ich kann nicht alle Bolzen mitnehmen. Hier ist noch Geglibber. Dann nehmen wir mit. Kann ich eigentlich jetzt einfach an denen vorbeirennen? Würde das gehen? Tschüss. Okay. Klappt ja. Nein. Warum will jeder Union kontrollieren? Es ist nicht mal real. Genau. Union ist obvious. Ihre Geister sind damit verbunden. Union zu kontrollieren heißt, sie zu kontrollieren. Und mit ihnen kontrolliert man die Welt. Wenn sie denken, ich helfe einem Arschloch wie ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind sie verrückter als gedacht. So, das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwas ausschalten, oder? Oder wie oder was? Was macht der denn jetzt? Ach, er hat jetzt die Asche durchsucht. Wir müssen hier wahrscheinlich durch. Achso. Wir drehen mal am Rad, würde ich sagen. So, Theodor, ich habe noch meine Pistole voll auf munitioniert für dich. Only for you. Hier geht's noch weiter. Aber hier geht's auch lang. Hallo? Also wir müssen ja so oder so ganz nach oben, ne? Also zumindest heißt es ja, dass wir Theodor ganz oben finden. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt hier uns erstmal voll looten, um dann nach oben in den... Final-Kampf zu gehen mit Theodor. Theodors Manuskript 2. Wenn ich zum Kern geworden bin und diese neue Welt in meiner Vorstellung errichtet habe, wird die Realität schnell folgen. Mobius hat bereits in allen Bereichen der Gesellschaft Fuß gefasst. Sie waren dumm genug, sich selbst eine tickende Zeitbombe ins Gehirn zu pflanzen. Sie sehen sich als Wölfe und den Rest als Schafe, aber ich bin der Hüter und warte nur darauf, die Wölfe zu erlegen, wenn sie nicht aufpassen. Sobald Union in meine Händen fällt, sind die Tage von Möbius gezählt. Er träumt auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ne? Also muss man ihn ja auch lassen. Aber manchmal ist zu groß träumen vielleicht nicht so gut. Ne? Darf man auch nicht vergessen. So, dann gehen wir mal weiter. Auf geht's nach oben. Okay. Bin ich jetzt in eine Falle gerannt? Wie komme ich jetzt hier vorbei? Weil, ich sag mal, ich bin jetzt ehrlich, wenn ich jetzt da durchrenne, verbrenne ich mir doch mein blanko Hintern, oder nicht? Das war okay. Huh?
Oh, da ist ja noch jemand. Warte kurz. Nein, ich hänge fest. Warte, nicht. War unfair. Ich bin hier kurz hängen geblieben. Das ist okay. Und das ist noch viel besser. Darf ich dir helfen? Ich drücke die Tür ein. Nee? Okay. Oh, jetzt. Das war jetzt aber unfair. Das, was ich machen wollte mit denen, haben die mit mir am Ende gemacht. Mir die Tür direkt ins Gesicht gehauen. Das war jetzt nicht so die feine Englische. Tasche verbessert für... Nice. Noch mehr Pistolenmunition. LOL! Okay. Ich... Ist mir jetzt egal. Ich lasse... Also ich ignoriere den jetzt erstmal. Wobei, ich werde ihn wahrscheinlich früh genug wieder treffen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir hier den Hebel bedienen. Oh, jetzt kommt wieder so ein Typ mit einem Flammenwerfer. Das ist ja mal gar nicht so. Also langsam geht ihr mir auf den Sack so. Also die Masse macht's aus irgendwann. Okay. Okay, warte. Komm. Geh weg hier! So, jetzt nochmal drücken. Jetzt nochmal! Du! Kriegst du hin, oder was? Das war jetzt aber nicht das Ding hier. Was ist denn? Was habe ich denn jetzt ausgemacht? Ich dachte, ich habe den anderen ausgemacht. Oh, habe ich auch. Okay. Ey, wehe, du gehst jetzt an. Nee, geht da nicht. Ah, lol, jetzt habe ich nur... Das war jetzt, glaube ich, ein wenig unnötig. Okay, warte mal. Da waren wir, dort waren wir. Hier haben wir das. Hier lag gerade noch was. Hier habe ich gerade um. Hä? Ist er gerade hier um? Da. Oh Gott. Hier liegt auch noch was. Okay, du bist wirklich tot. Müssen wir jetzt hier lang? Kann ich den Hebel... Ich muss wirklich dafür eine Munition verschwenden. Wobei ich wahrscheinlich auch... Nee, hätte ich nicht. Oh Gott, warte mal, wir heilen uns mal ganz kurz. Ich nehme mal... Warte mal, ich nehme mal so ein Medikit. Zack. Und dann kann ich das andere Medikit hier nämlich mitnehmen. Weil hier nämlich noch liegt in der AG. Und... Der Erste-Hilfe-Koffer, genau. Weil damit können wir ja alles wiederherstellen. Und ich glaube, das werden wir zeitnah benötigen. Ist nur so eine Vermutung. Was? Du bist auch schon wieder hier. Hör doch mal auf! Das war jetzt wirklich unfair. Ich bin gerade aufgestanden und du gibst mir sofort eine Klatsche. Nee! This is not fair. Ja, und so wie es aussieht, hätte ich mir eigentlich einen Weg sparen können. Verdammt. Also, einmal Munition hätte ich mir sparen können. Na gut. Oh Gott. Immer dieses E-Gespamme. Geht doch hinter mir gleich die Tür hier zu, oder? Nee? Was passiert, wenn ich diesen Hebel hier betätige? Das war, glaube ich, nicht so clever. Hä?
Hey, nicht so schnell. Hey. Ich bin alt. Hey, wo kommst du denn her? Oh Gott. Ja, Two-Face, aber wirklich. Oder kennt ihr noch die Zeichentrickserie hier Cats and Dogs? Sah doch auch so ähnlich aus. Wo der Hund und eine Katze so als ein Tier. So. Naja, egal. Manche werden es kennen, manche vielleicht auch nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. So, gefühlt habe ich schon wieder extrem Munitionsmangel. Weil ich mich ja einfach zu sehr aufhalten lasse von diesen Viechern. Das können Sie sich abschminken, mein Freund. Wir sind keine Freunde, ich sag's immer wieder. Wenn du den Kommunikator ausrüstest, erscheint ein... Rüste doch diesen Dreckskommunikator aus! Okay, aber damit können wir schon mal zurück. Das ist schon mal ganz nice. Damit wir, glaube ich, uns aufmunitionieren. Weil... Wir gehen mal ganz kurz durch. Ja, 18 Schuss. 6 Schuss. Auch nicht so, Tutti. Ja, nee, ich glaube, wir gehen nochmal kurz zurück. Ich glaube, das ist nicht gut. Gut, na dann gehen wir erstmal zurück. Und werden jetzt mit diesem wunderbaren Fahrstuhl fahren. Der sieht sehr vertrauenswürdig aus. Und wir haben auch keinen Knopf, kein nichts. Wir gehen einfach nur rein und er fährt hoch. Nicht, wenn ich sie vorher töte. Warum glauben Sie, dass es diesmal anders geht? Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Dann kommen Sie. Möge das Gemetzel beginnen. Wir wollten doch die Feuertreppe nehmen. Ja, hätte ich jetzt... Das wäre mir auch lieber gewesen. Okay. Es sieht so aus, als ob wir jetzt gegen Theodore loslegen. Na dann, schauen wir doch mal. Theodore. Aber hier nicht sowas wie Stefano, also nicht hier so hin und her teleportieren, ne? Also, das machen wir jetzt hier nicht. Oh, hier kann ich auch noch runterklettern. Oh, warum sollte ich? Deswegen soll ich da runterklettern? Warte mal, wie viel habe ich denn noch? Nee, falsche Taste, sorry. Ich habe noch 5 Reserve. Ich könnte jetzt einmal Medizin noch aufnehmen. Ist jetzt die Frage, lohnt sich das, deswegen da runterzugehen? Ich meine, das ist Medizin. Ja, komm. Haben wir, oder? Klettern wir mal hier runter und gucken mal. Also nicht, dass wir jetzt hier... Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Bait ist. Junge schreibt schon Bait. Fallen wir auf den Bait rein, oder? Haben Sie gefunden. Exzellent. Erweisen Sie mir Ihre Treue. Sie haben sie gefunden. Exzellent. Sie sind etwas Besonderes. Immer schon gewesen. Darum welche Grafikkarte nutzt du da? Wir haben mit dem Typen zusammengearbeitet? Mit Stefano? Also der Theodore und Stefano stecken unter einer Decke? Okay. Also aktuell in deinem Setup. Ich habe eine RTX 3090, Kenny.
falls du es wissen wolltest. Und Hashtag nur Werbung ist eine Asus ROG Strix RTX 3090 Overclocking. Schieß mich durch. Konzentrier dich lieber. Du fragst mich was? Oder ich sag dir. Den kommt da, konzentrier dich lieber. Ach, was ist das schön. Kenny, mit dir macht das auch immer Spaß. So, auf geht's nach oben zu Theodor. Mutti. Ja. So, lass uns mal schauen. Oh, er sitzt auf dem Thron, klar. Jetzt kommt der epische Kampf. Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Das ist ja jetzt eine Illusion, oder? Du hast mir das angetan. Du hast mich nicht gerettet. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lily. So war es und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Sie haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt. Okay. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt. Und sie werden von ihnen verfolgt. Alles richtig. Erinnern Sie sich, wo es begann? Beacon Nerven heilen. Sie sich an Beacon? Ja. Zu gut. Mit Rubik! Ja, ich kann mich dran erinnern. Oh ja, ja, ja. Ganz schrecklich. Ja. Sie erinnern sich daran. Oh. Wir sind jetzt wieder da. Der Typ mit der Kettensäge. No way. Das ist nicht dein Ernst. Ich weiß noch, dass sich die Gegenstände hier alle bewegt hatten. Was? Ja, moin. Dann renn in die andere Richtung wieder. Scheiße, satt. Oder auch nicht. War kein schlechter Move, muss ich mal ganz klar sagen. Geil. Wir kriegen die Kettensäge. Oder ist jetzt nur für... Als würde mich das aufhalten. Jetzt bauen wir mal die Welt um. Jawoll. So nämlich. Wir schneiden ihn. Wo kommst du denn her? Alter! Fick dich! Okay, also... Scheiße! LOL!
Ja, da hat jemand ein bisschen Aggression, würde ich auch sagen. Oh nein, jetzt kommt der Typ mit diesem Safe-Kopf. Oh no! Den habe ich ja schon bei... Ey, den habe ich am meisten gehasst. Oh, der war so fies. Kann ich... Das war knapp. Er konnte sich immer hier in diesen Dinger hin und her teleportieren. Nimm mal mit. MG-Munition. Okay. Cool. Ist voll. Da bist du. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich konnte ihn doch immer nur mit so Special Attacks fertig machen. Wo sind denn die? Mit so Fallen. Warte. Warte. Ich probiere mal was aus. Mal gucken, ob das klappt. Nein, scheiße, ich hab mich verklickt. Nein, wieder verklickt. Warte kurz, hier nochmal ein. Komm, wir schocken dich jetzt eine Runde. Jetzt gibt's noch einen Explosivpfeil für dich. Ich hab keine Explosivpfeile, fuck. Hier war doch irgendwo... Da. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Und da ist er! Lass mich doch in Ruhe! Hey, ich bin jetzt hier festgepackt in der Ecke? Dein Ernst? Wir drücken mal die 2 für die Schrotflinte. Mal gucken, was passiert, wenn ich einfach drauf schieße. Typ, ey. Flup. Ey, du hast da was am Rücken. Das sah nicht so gut aus für dich. Wo ist er? Ach, da ist er. Nee, ist klar. Ja, klar. Cool. Jetzt steht da noch ein zweiter auf. Nee, ist. Habt ihr sie nicht mehr alle oder was? Alter, das hab ich gerade gehört. Leute, das hat mich jetzt richtig fies erschrocken. Muss ich nicht den Safe irgendwie. Platt machen? Okay, anscheinend nicht. Ey, kommen jetzt alle Bosse von dem ersten Part? Die war auch richtig fies. Nicht nur, dass sie... Genau die. Shit. Schon mal verbrannt. Und tu es wieder. Los. Was macht er denn? Ich krieg jetzt richtig eine reingeklatscht. Ich bin tot, wa? Ey, muss ich jetzt gegen jeden Scheißboss an? Ich hab dich schon mal verbrannt. Fuck you, ey. Falsche Richtung. Lass mich. Nee. Ich hab kein Schockbolz mehr. Sie spawnt! Geh, drück doch! No! Hab ich einen Gefrierbolzen? Ah, shit! Ah! Lass mich! Ich hab keine Ausdauer mehr. Sieben? Lass mich in Ruhe! Die macht das aber richtig Action-Action hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil die teleportiert sich!
Flammenwerfer? Ja, warte mal. Die ist fucking schnell. Okay, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. So, komm her, Mädel. Hey Junge, das ist... Ich hab keinen fucking Munition mehr. Ich hab alles verbraten an ihr. Oh, da ist ja noch Shit. Boah, ich höre sie hinter mir. Kann ich sie einfach erschießen? Wo ist sie? Oh, da ist sie! So, schnell hier raufdrücken. Ohne dass sie mich klatscht. Oh no, 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 ey, bitte jetzt nicht noch so ein Endboss-Fight mit... Oh, bitte nicht. Alter, das war jetzt anstrengend. Was sind Sie? Was haben Sie sonst noch zu bieten? Ey, das war schon anstrengend genug. Alter, jetzt reiß dich mal zusammen, Freundchen. Hat das gereicht? Also für Sie... Oh, Alter, okay. Ey, unsere Frau. Nice. Also, ich hoffe, dass die für uns ist. Myra... Sie muss in Sicherheit bleiben. Ja, deswegen will ich sie retten. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Nee, ist er anscheinend nicht, weil... Gehen wir nach Hause. Don't do it. Guck nach hinten! Nein! Die Macht des Kerns ist mein. What the fuck? Alter. Okay. Ich würde sagen... Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Ich glaube, dass Myra nicht raus will. So wie sie aussieht. Jetzt lass mich raten, wir müssen jetzt hinter unserer eigenen Frau hinterher. Myra? Das wäre jetzt nicht. Das wäre nicht schön, ne? Das wäre jetzt. Das würde ich jetzt nicht gut finden. Können wir uns nicht einfach einigen und zusammen diese Matrix-Star-Stem-Geschichte verlassen? Und einfach ein schönes Leben haben? Ach, das wäre doch so schön und einfach und ja. Gut. Also, Ihmchen hier liegt hier irgendwo unten. Ich glaube, da liegt er, oder? Hast du das? Ich würde sagen, es ist er hier. Wo kommen wir denn jetzt raus? Achso, hier. Okay. Okay, okay, okay. Sie erkennt uns nur nicht durch ihre Spinnenmaske. Oh Gott. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig.
Was hast Kapitel du vor, 15, Myra? Das Ende dieser Welt. Okay. Suche nach Myra. Also solange Myra mich nicht angreift, ja? Ach du. Ach, hi, hi, hi. Uiuiui. Okay, gut. Das wird jetzt interessant. Das Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Stimmt. Was ist das denn? Warum pulsiert denn das? Ist ja mal gar nicht eklig. Okay, gut. Such mal unsere Frau. Wir sind abgestürzt. Verdammt. Myra. Wo bist du nur? Oh Gott. Der hat mich jetzt auch gerade erschrocken. Ja, sie wird sich verstecken, also mit unserer Tochter, weil sie will ja unsere Tochter nicht rausgeben. Also rausgeben, wenn man es so betiteln möchte. Aber ich glaube auch, dass sie einfach denkt, dass wir, wie gesagt, wie Mutti schon geschrieben hat, dass sie denkt, dass wir der Feind sind. Also wir sind böse halt, ne? Für sie, in ihren Augen. Ja, ich sehe nichts mehr. Was ist das? Jetzt ernsthaft? Ja, selbstschließende Türen, die sich dann auch noch selbst abschließen. Wunderbar. Solltest du jetzt nicht diese Gasmaske aufsetzen? Also. Oder traust du diesen... Myra? Diesen Wolken. Es ist vorbei. Holen wir Lilly und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Ja. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Oder denkt Myra auch, wir sind eigentlich tot und... Hör auf! Verdammt, du musst mir zuhören! Myra, okay. Was ist los? Na, kommt jetzt doch nochmal so ein bisschen Flashback? Das ist, kämpf dagegen an! Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Oh, sie glitscht. Geh. Sebastian, sofort. Verschwinde. Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Sag mal so, Myra sieht es anders, würde ich sagen. Das war knapp. Myra! Scheiße. Was hat sie nur vor? Ja, wahrscheinlich zu Lilly gehen und... Ja. Folge Myra durch die Überreste von Union. Machen wir. Wir sammeln vorsichtshalber erstmal noch ein bisschen Munition ein. Weil wir benötigen es. Ich sehe hier so wenig. Ist ja unglaublich, wie wenig man sieht. Okay, hier ist nichts weiter. Also hier runterspringen würde ich nicht. So, einfach nur so ein Ratschlag. Okay, hier geht es dann nochmal wieder zurück in die Anderswelt. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Den Point überspringen wir jetzt einfach mal. Warte mal. Da habe ich doch was gesehen. Komm ich. Muss ich das wegspringen? Lol. Okay. Ich kann das wegspringen. Das ist natürlich. Oh, schöne Vorratskisten. Ja, 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 Vorratskisten. Hör auf deine Frau, dann lebst du länger. Ist wie im echten Leben. So sieht's aus. Okay, tschüss.
Ja, das heißt ja nicht umsonst, ne? Happy Wife, Happy Life. Ganz klar. Also, an dem Sprichwort ist schon was Wahres dran. Ne? Für alle, die jetzt zuschauen und verheiratet sind und männlich, kümmert euch um eure Frauen. Okay, ihr müsst aber nicht zwingend verheiratet sein, fällt mir gerade mal dazu ein. Ne? Also, generell. Okay, also. Hier, achso, klettern. Ah, damit trigger ich ja jetzt wieder irgendeinen Spawn oder sowas. Myra! Nee, da ist Myra! Ja, ich habe irgendwie die böse Ahnung, sie möchte nicht, dass wir ihr folgen. Ne, wie Mutti schon geschrieben hat, hör doch einfach auf sie. So, einfach. Lass es sein. Lass es sein. Mach es nicht. Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Erstmal gehen wir hier hinten Pflanzen sammeln. Wir haben einen grünen Daumen. Oh, da liegt auch noch was drin. Da sind ein paar Nägel. Bisschen Munition. Nein, nicht klettern. Nimm doch mal die Munition. So, was wollt ihr hier? Okay. Schockbolzen. Schrotflinten Munition. Nägel. Oh, hier haben wir wieder grünes Gel. Oh, zweimal sogar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, irgendwann hatten wir dann noch Munition. Genau, hier hatten wir noch ein bisschen Munition. Ja, du bist auch noch da, ist okay. Wir hatten hinten auf der Bank noch Munition. Genau. Dann nehmen wir mal kurz die Schrotflinte. Oh, warte mal, da ist ja noch ein bisschen Schießpulver. Das nehmen wir auch natürlich nochmal mit. So, mein Boy. Tschüss. Sehr gut. Okay. Okay. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. So. Na, dann laufen wir doch mal unserer Frau hinterher, obwohl wir es ja eigentlich nicht sollten. Myra! Hör auf! Wo ist sie denn jetzt? Ach, da. Also, es wird nicht besser. Ja. Ja. Ich meine, ich finde es ja schon mal okay, weil wir kämpfen. Also, aktuell müssen wir ja nicht gegen unsere Frau kämpfen, sondern nur gegen die Viecher, die sie halt spawnen lässt. Ja, das ist ja jetzt. Kann man machen. Verdammt. Noch mehr? Muss man ja. Ich habe keine Zeit. Na gut, wenn wir keine Zeit haben, dann rennen wir einfach durch. Machen wir uns das einfach. Tschüss. Ach so, ich muss die alle erledigen. Das ist natürlich blöd. Oh, warte. Warte mal. Okay, gut. Dann gibt's Schrotflinte. Und. Ja, ich hätte gedacht, ich hätte einfach durchgehen können, ne? Aber nee, sie hat ja alles versperrt. Deswegen, ich muss ja alle umbringen. Ich meine, das jetzt mit dem Fass war jetzt nicht verkehrt, weil damit konnte ich jetzt, ne, mit einem Schuss zwei Viecher killen. Fand ich jetzt okay. Was ging gut? Das ging gut, genau. Das ging gut von der Hand. Ah, guck mal, mit dem Fleck da unten sehe ich doch schon jetzt. Was war das für ein Geräusch? Ja, aber ich glaube nicht, dass wir weiter hinterher sollten. Oh Gott. Okay, wir rennen woanders lang. Was ist das denn jetzt auf einmal? Ach, jetzt kann ich wieder nicht hier. Wo ist denn der? Und wo kommst denn du? Bist du von hier? Hallo!
Hier bin ich. Ja, komm mit. Wo bist du? Ich will dich hier zur Pfütze. Lass mich kurz nach. Oh, haben wir schon. Oh shit, 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 shit. Oh, bitte lass das den letzten sein. Also teilweise auch harte Gegnertypen, also wirklich. Oh, next up, Gegner, was? Gegnertyp, Telegrafen, Mast und Reinhaus, genau. Auch so geil, so ein Gegnertyp als Reinhaus einfach dargestellt werden. Oh, okay. Myra! Myra! Wohin gehst du? Du wirst Lily nicht wehtun. Wollen wir doch gar nicht. Ihr wehtun? Niemals. Ich liebe sie. Mhm. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Es ist aber unfair. Ich sagte, verschwinde! Okay. Ruf Kidman an, die soll uns da rausholen, gut ist. Und was passiert jetzt? Also... Ey, sie hat uns mehrfach gewarnt. Dass das jetzt passiert, ist seine Schuld, glaube ich. Ja, nun halt dich doch fest. Wo sind wir denn jetzt? Eine Wüste? Ja. Es ist hell. Das ganze Game ist sonst immer so dunkel. Sie darf Lily nicht kriegen. Und jetzt ist es auf einmal so hell. Wo müssen wir denn hin? Ist das unser Haus? Hä? Oh. Da muss sie sein. Ich muss weiter. Hä? Kapitel im Limbo. Ha. Ganz kurz, Chat. Wie können wir denn jetzt Kapitel 16 sein? Wir haben doch vorhin erst mit Kapitel 14 begonnen. Oder habe ich irgendein Kapitel übersehen? Egal. Wir machen weiter. Kapitel 16. Mach dich auf den Weg nach Hause. Ach, meinte er da hinten? Du Scheiße. Das sehe ich mit meinen Monitoreinstellungen gerade gar nicht. Oh, hier ist ein großes Loch, würde ich sagen. Da sollten wir nicht reinrennen? 15 war das Ende der Welt oder so. Okay. Resonanzpunkt protokolliert. Oh, hier vorne. Sie sind unvorbereitet. Union läuft so reibungslos, dass sie es nicht mehr genau überwachen. Jetzt oder nie. Wir müssten Lily befreien können, bevor sie es mitkriegen. Hä?
wenn sie raus ist, sind sie so gut wie unsichtbar. Sind Sie sich da sicher, Theodor? Jemand Hochrangiges wie Sie, wenn Sie geschnappt werden? Ich habe meinen Entschluss gefasst. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, wie Sie dieses arme Kind für Ihre Zwecke missbrauchen. Dieser dreckige Mistkerl hatte von Anfang an ganz eigene Pläne. Na, das lief ja mal nicht so optimal. Das, was Mutti sagt, 15. Okay, 15 war anscheinend wirklich das Ende der Welt. Okay, dann habe ich das so gar nicht wahrgenommen. Krass. Der Resonanzpunkt wurde protokolliert. Okay. Esmeralda ist in Union und wartet auf Anweisungen. Gehen wir, Myra. Es wird Zeit. Bist du dir sicher, Myra? Sobald du zum Kern wirst, kannst du nicht mehr... Ich weiß, aber wenn ich es nicht tue, spüren sie Lily auf und bringen sie wieder zurück. Das kann ich nicht zulassen. Versprich mir nur, Lily zu Sebastian zu bringen, wenn alles vorbei ist. Versprochen, Myra. Dann heißt es jetzt, lebe wohl. Myra hatte vor, zum Kern zu werden? Lol. Warum? Ich wollte auch gerade sagen, Myra ist der Kern? Gar nicht Lily? Okay. Also, krass. Heftig. Deswegen hat vorhin Theodor auch gesagt hier, jetzt werde ich zum Kern, wo er mit Myra da war, um sie zu töten. Was ja nicht geklappt hat. Hier ist unser Büro. Krass, okay. Wir können uns jetzt hier noch wahrscheinlich nochmal komplett aufmunitionieren, wenn wir wollen würden und uns natürlich verbessern. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist... Wir werden speichern. Ich glaube, das läuft nicht mehr allzu lang hier, ne? Also wenn wir schon Kapitel 16 sind und ihr habt ja gesagt, es geht nur bis Kapitel 17. Dann stehen wir, glaube ich, kurz vorm Ende. Womit ich jetzt für heute nicht gerechnet hätte, aber... Okay. Okay, wir müssen hier lang. Ja, okay, hier geht's weiter. Lauf, Lily. Versteck dich. Ich finde dich. Was zum Teufel tun Sie da, Myra? Ich beschütze meine Tochter. Sie Närrin. Die Macht, die sie besitzt. Sie verstehen es nicht. Nein, Sie verstehen nicht, was ich tun werde, um Sie zu beschützen. Verdammt, Myra. Sie können nicht weglaufen. Ich finde Sie. Du hast es geschafft. Du hast sie beschützt. Aber jetzt bringst du sie in Gefahr. Das hört sich sehr nach einem Endfight an gegen unsere eigene Frau. Das wird nicht gut enden, Freunde. Fühlt sich wie Endgame an. Ja, ja, Junge. Das ist wohl wahr. Oh Mann. Ich hoffe nicht, dass... meine Vermutungen stimmig sind, aber... Ich weiß nicht. Es könnte jetzt dazu kommen, was wir nicht wollen. Eigentlich. Myra? Bist du das?
Ich würde sagen, ja. Aber doch irgendwie verändert. Sebastian. Sebastian. Oh, sie will nicht, dass wir ihr näher kommen, okay? Warum bekämpfst du mich, Myra? Ach, du verstehst es nicht. Das ist unser neues Zuhause. Lily wird hier sicher sein. Glücklich. Frei von Angst. Frei von Schmerz. Okay. Nein, Myra. Das ist nicht real. Ja, für Myra schon. Schmerz gehört zum Leben. Und Liebe auch. Hat er recht. Wenn sie hier drin bleibt, ist ihr Leben nicht frei von Angst. Weil sie nämlich überhaupt kein Leben hat. Du verstehst es nicht, was sie ihr angetan haben. Ich kann sie beschützen. Nein, bitte, lass sie uns hier rausbringen. Und zwar gemeinsam. Wir können wieder eine Familie sein. Nein, ich lasse nicht zu, dass sie mir jemand wegnimmt. Nein. Oh oh. Bitte, Myra. Wir haben noch Zeit. Verschwinden wir von hier. Ich werde Lily nicht hier lassen. Das willst du doch auch nicht, Sebastian. Also komm, lass es doch einfach, oder? Also... Bitte. Wer das versucht, wird sterben! Zwing mich nicht dazu! Mutti da, glaube ich, auch. Sie hat, glaube ich, keine Lust mehr auf Familie. Scheiße. Alter. Oh Gott. Ja. Was jetzt? Lecco mio. Wo kann ich denn jetzt hin? Ihr wehtun. Das lasse ich nicht zu. Du bist doch gar nicht. Lass mich doch. Shit. Nee, ich muss ihn nie mitziehen. In den Kern. Nachladen. Und ab in den Kern. Nein. Oh Gott. Ich auch nicht, aber wenn du mir hier auf die ganze Zeit auf die Fresse gibst, dann habe ich ein Problem. Hör doch auf! Kritz mich nicht so an! Nein! Ich kann mich dahinter nicht verstecken. Nachladen. Ey, jetzt müppert sie sich wieder auf. Müppel dich doch nicht auf. Geh weg hier. Bitte, Myra. Hör doch auf. Hör doch, mach doch nicht so. Hast du deine Spinnen jetzt alle selber erledigt? Nein, hast du nicht.
Ja, ich auch nicht. Alter, die frisst aber auch Munition. Okay. Das war doch safe noch nicht alles, oder? Ja, genau. Eiskaltes Händchen jetzt, oder was? Lass doch! Mach doch nicht! Ja, nun, nimm die Waffe! Und nicht entkommen! Lass die! Lass mich! Shit, ich hab nicht mehr so viel. Ja, jetzt wächst ein Arm nach! Klar, Logo! Ach, ist ja kein Arm, ist sogar ein Schwanz! Ich will das nicht tun! Ja, ich will das die ganze Zeit nicht. Hör doch auf. Lass mich in Ruhe. Ich brauche mal ganz kurz Medizin. Oh, andere Seite. Okay, nein. Okay, doch. Ah! Nein! Hör doch, was? Wie? Hör doch mit dem... Ich will nur da oben hin! Scheiße. Nein. LOL! Ich treffe aber auch nix! Dreh dich um! Dreh dich um! Oh nee, jetzt kommen wieder die Viecher! Ich muss... Schrotflinte! Schrotflinte! Seid ihr. Aua! Aua! Hä? Ist getroffen? Okay, okay, okay. Munition? Munition? Spinne? Schießpulver? Munition? Munition! Oh, noch mehr Munition! Ich muss das mal sammeln! Oh, lol, 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 lol! Okay, wir hören auf zu sammeln. Nein! Lass mich! Nochmal Munition. Was passiert jetzt? Okay. Oh, jetzt ist es hier im Gesicht, oder was? Ey, wie viele Stufen hast du? Nein, jetzt kommt schon wieder diese Spinnen. Oh, ich hab noch vier schrumpelten Munitionsschussdinger. Oh, Munition. Wenigstens ihre eigene Brut da oben dann. Hä? Ey, wirklich? Wait a second. Hier sind überall noch Dings zum... Okay, Heilung, Heilung, Heilung. Wir heilen uns mal ganz kurz. Das war knapp. Das war... gar nicht mal so nicht knapp. So, vorsichtshalber. Lass dein eiskaltes Händchen da, wo es sein soll, und nicht bei mir. Nein! Gott! Das war never ever, war das doch Myra. Das war doch irgendeine Gestalt, die quasi Myra, ja, den Körper von ihr irgendwie simuliert hat oder so. I don't know. Sehr ernsthaft.
bitte auf. Einen Schluck trinken darauf. Haben wir es geschafft? Wahrscheinlich nicht. Das sieht nicht so lecker aus. Warum prüfe er sich ewig binde? So sieht's aus. Folge ist, wir konnten jetzt unsere eigene, also wenn wirklich unsere Frau da war, konnten wir unsere eigene Frau nicht retten. Was echt schade ist. Aber vielleicht, wirklich vielleicht, könnten wir unsere Tochter ja noch retten. Oder Kidman hat uns verarscht. Von vorn bis hin. Myra, bitte. Sie lebt? Ja, cool. Also. Es tut mir so leid. Ich wollte nicht. Nein. Ich hatte keine Kontrolle. Du hast das Richtige getan. Ich bin so froh, dass du lebst. Du musst Lily nehmen. Deswegen sind wir ja da. Bring sie hier raus. Geschafft, First Try. Ja, hey, Junge. Ist vorbei. Ich bringe uns alle hier raus. Komm. Es ist zu weit. Lass mich. Hol einfach Lily. Geh schon! Nein, ich verlasse dich nicht nochmal! Du musst! Also wenn es jetzt nur ums Tragen geht, schmeiß sie doch über die Schulter und ab die Luzi, Junge. Wirst du aber noch hinkriegen. Ich komme nach. Wir treffen uns dort. Ist gelogen. Lily braucht dich. Ich glaube nicht, dass Myra nachkommen kann. Kapitel 17. Ein Ausweg. Hä? Ach da. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn jetzt Myra? Ich bin der Meinung, Myra wollte uns eigentlich nur ein gutes Gewissen machen. Weil ich glaube, sie kann aus diesem STEM-Bereich gar nicht raus. Weil sie bei dieser einen Sequenz, die wir vorhin gesehen hatten, wo wir da hingelaufen sind, hat sich Herr Kidman auch mit Lebwohl verabschiedet. Fast geschafft. Ich glaube nicht,
Ich glaube, sie muss im Stem bleiben oder irgendwie so. Eine ganz komische Konstellation wird das sein. Hoffentlich geht es dir gut. Lilly? Okay. Signal lost überall. Okay, krass. Kontakt wiederhergestellt, Sir. Wo ist er? Wir kriegen keine exakte Position. Moment, der Kern wurde gefunden. Der Marker nähert sich ihr. Sehr gut. Sagen Sie dem Marker, wie er den Kern wieder aktiviert. Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, aber dafür ist es zu spät. Die Umgebung hat zu viel Schaden genommen. Selbst mit dem Kern steht der totale Zusammenbruch von Union kurz bevor. Okay. Nun gut. Wir haben noch den Stem. Wir können neu anfangen. Aber wir brauchen den Kern. Sie ist zu wertvoll. Das Sanitätsteam soll die Abholung vorbereiten. Wie viel Zeit? Hängt davon ab, wie schnell er sie zum Abholungspunkt bringt. Sie sind in der Nähe. Dürfte nicht lang dauern. Das Team steht vor Ort bereit. Das Sanitätsteam soll den Marker nach der Abholung eliminieren. Sein Zweck ist erfüllt. Ja, Sir. Scheiße. Kate. Kontaktieren Sie Ihren Mann und geben Sie ihm Anweisungen. Tja, das wär's dann wohl, Kit. Kate. Haben Sie mich gehört? Ja, habe ich. Spüre ich da etwa Ungehorsam? Sie können ihn nicht töten. Doch können wir und werden wir. In der realen Welt wird er für uns zur Belastung. Rufen Sie ihn und sagen Sie ihm, wo der Abholpunkt ist. Kommen Sie, Kit. Er hat beim Betreten des Stem sein Todesurteil unterschrieben. Also, führen Sie den Befehl aus, sonst unterschreiben Sie Ihres. Nein. Meinte ich mal eine richtige Antwort von der Kit, dass Sie uns verraten wollen. Ich hatte mir viel von Ihnen erhofft. Okay. Was hat er mit seiner Hand? Ich weiß auch nicht, was er mit seiner Hand hatte. Auf keinen Fall! Verschwinden Sie! Sehen Sie nach dem Verwalter! Wo bist du? Verdammt! Ja, nachladen. Nachladen! So. An die Security, melden Sie sich in der Steuerzentrale. An die Security, melden Sie sich. Beeilen, bevor noch mehr kommen. Scheiße! Sie nicht entkommen. Lol, okay. Also jetzt hier wird hin und her teleportiert. Okay, okay. Ganz schnell nach oben zu Lilly. Zimmer sein. Ey, bevor die uns irgendwas initiieren und wir dann hier, ja, nicht mehr existieren. Lilly. Mein kleines Mädchen. Papa? Ich bin's, Lilly. Ich bin hier. Bist du das wirklich? Shh. Ich bin es wirklich. Ich bring dich nach Hause. Wir sind nicht zu Hause? Nein, Süße. Aber bald. So müde. Schlaf weiter. Wenn du aufwachst, sind wir in Sicherheit. Hm. Oh no, da ist eine Kamera drin.
Myra! Ich hab sie. Los, verschwinden wir von hier. Tut mir leid, Sebastian. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich trage euch beide, wenn es sein muss. Nein. Aber ich... Mobius muss aufgehalten werden. Vergiss Mobius. Wir haben schon zu viel an sie verloren. Wir können entkommen, nur wir drei. Wir gehen an einen Ort, an dem sie uns niemals finden. Man kann sich nicht verstecken. Sie sind überall. Lily wird immer in Gefahr sein, wenn ich sie nicht ausschalte. Okay, gut, ich warte. Sobald Mobius Geschichte ist... So funktioniert das nicht, Sebastian. Das ist nur aus dem Innern möglich. Stem ist mehr als nur dieser Ort. Ganz Mobius ist über die Chips in den Köpfen damit verbunden. Sobald ich die Macht des Kerns übernehme, kann ich ein Signal übertragen, wenn Union zusammenbricht. Ein Signal, das Mobius ein für alle Mal ausschalten kann. Aber wir sind endlich wieder zusammen. Ich habe keine andere Wahl. Das ist Teil des Plans. Das war es immer. Es tut mir leid. Myra. Oh no. Versprich nur, dass du dich um unsere Kleine kümmerst. Lass sie nie vergessen, wie lieb ihre Mutter sie hatte. Myra. Ich möchte dir noch so vieles sagen. Du musst nichts sagen. Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich weiß, wie sehr du gelitten hast, was sie getan haben. Was ich dir angetan habe. Nichts davon hast du verdient. Und du bist dafür zweimal durch die Hölle gegangen. Es ist Zeit aufzubrechen. In das Leben, das man dir genommen hat. Ich liebe dich, Myra. Ich liebe dich auch. Euch beide. Deshalb tue ich das hier. Aber wir haben keine Zeit mehr. Du musst gehen. Jetzt. Achso, ich habe keine Waffen. Wir haben sie! Es ist sie! Ja, baut mal eure Magazine leer, genau. Zum Umdrehen. Als ob ich dich nicht getroffen hätte. Oh, warte. Kurz nachladen. Halt nochmal den Köpfchen raus. Stem-Raum. Boah, das war so heftig. Gut, hätte ich nicht gedacht, ja. Also ich bin auch der Meinung, dass sie jetzt quasi den Kern übernimmt, Myra. Mobius von innen zerstört und den Kern an sich zerstört. Was gleichzeitig bedeutet, dass sie sich selbst umbringt. Geschafft. An die Security. Melden Sie sich im Stem-Raum. Hoffentlich funktioniert es, Myra. Lol. Das waren mal zwei cleane Headshots. Okay, und sie bunkert sich jetzt hier ein. Mit Sebastian und... I don't know, vielleicht Myra? Ist Myra auch hier in der Ecke? Ja, da ist wahrscheinlich kugelsicheres Glas, weil da kannst du nicht raufschießen. Was tun Sie da, Kate? Ihre Taten werden Sie umbringen. Das muss Ihnen bewusst sein.
Mal gucken, wie lange du noch lebst, mein Freund. Sie hatten so viel Potenzial. Sie hätten so viel Macht haben können. Und jetzt wollen sie all das wegwerfen. Ja. Warum? Nach allem, was sie gesehen und getan haben, warum die Skrupel jetzt? Wegen des Detectives. Wegen des Kindes. Nein. Sondern? Meinetwegen. Richtig so. Denken Sie noch einmal nach, Kid. Stem wird gebraucht. Wofür denn? Ein vereintes Bewusstsein für die ganze Menschheit. Keine Kriege mehr. Keine Unterschiede. Kein Schmerz. Wir träumen weiter, als ob. Es gibt kein Zurück. Ich hoffe, du hattest recht, Myra. Sebastian! Kidman, ich hab sie. Wohin jetzt? Geh in dein Raum. Alles klar. Aber Myra bleibt hier. Du weißt warum. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Ich zähle auf dich, Kid. So, wo ist denn jetzt unser Raum? Also Spock, ist der jetzt hier irgendwo? Oder? Keine Sorge, Lily. Wir sind fast da. Oh ja, da hinten, okay. Na, mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Oh mein Gott! Ja, das habe ich nämlich fast gedacht, weil so einfach, glaube ich, wird das nämlich nicht für uns. Aber gut. Aber wie es aussieht, haben wir auch alle Waffen abgelegt. Also, kämpfen werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr müssen, weil ich habe nichts mehr an Waffen an mir. Wo die Kaffeemaschine steht. Bitte. Ist das jetzt hier ein Loch oder sind nur ein Schacht? Wir sind bald zu Hause. Okay, es war nur ein Schacht. Wir müssen durchhalten. Ja, ist okay, ist okay. Es ist noch nicht zu spät, Kid. Geben Sie auf. Nein. Verspreche ich einen schnellen Tod. Andernfalls wird die Bestrafung für Ihren Verrat legendär. Nicht. Na gut, dann werde ich zu einer Legende. Und zwar, weil ich sie ausgeschaltet habe. Eine Welt ohne Wahl ist keine Utopie. Ein Bienenschwarm funktioniert nur mit einer Königin. Mitmachen oder sterben? Wissen Sie was? Es gibt noch eine dritte Wahl. Lecken Sie mich am Arsch! Sie sind dumm! Das finde ich gut. Aber bewundernswert. Schade, lecken Sie mich am Arsch! Dass ich sie so verlieren muss, Kid. Was will er jetzt machen? Einen Chip aktivieren, den sie nicht mehr hat? Ups. Was? Dachten Sie, ich mache das hier alles unvorbereitet? Ich habe meinen Chip vor 3 Tagen rausgenommen. Egal. Heute sterben Sie. So oder so. So sieht's aus. Kidman ist vorbereitet. Hallo, Sebastian. Wird hier langsam ziemlich eng. Ja, kein Problem. Wir sind gleich da. Und dann unterstützt man dich, Kidman. Geil wäre, wenn wir die ganzen Waffen auch mitnehmen könnten. Aber gut. Incoming Message. Auf zum Spiegel!
liebe euch beide. Jetzt seid ihr sicher. Du hast es geschafft, Myra. Ich wusste es. Einfach Enter gedrückt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Okay. Sieht erstmal aus, als ob alles runtergefahren wird. Keiner. Oh lol, die sind alle tot. Er hat einfach auch so einen Chip drinne. Wie blöd. Du hast hier was. So ganz kleine. Ist dezent. Durch ihre Chips. Ja, würde ich auch sagen. Durch die Chips ist. Aber wo ist... Alles gut, Sebastian. Lilly. Du bist in Sicherheit. Lilly. Wo ist Lilly? Ich brauche deine Hilfe, um sie rauszuholen. Stell dich dahin. Schnell! Papa, bist du das wirklich? Ja, Lilly. Ich bin es wirklich. Ich hatte einen ganz schlimmen Albtraum. Shh. Ich weiß, Lilly. Aber jetzt bist du wach. Der Albtraum ist vorbei. Du musst jetzt keine Angst mehr haben. Das ist er doch, oder? Ich bin nicht immer noch drin. Und denke das nur. Es ist wirklich vorbei. Dank Myra. Los! Verschwinden wir hier! Ja, RIP Myra, ja. Aber dafür konnten wir unserer Tochter helfen. Und haben Möbius, eine unserer Frau, von innen heraus zerstören können. Und Props an Tante Julie hier. Ja. An Kidman. Okay, krass, okay. Das war The Evil Within 2. Heftig. Also die Story, echt wirklich, hat mehrere Twists gehabt. Krasses Ding. Ja. Und ich hoffe, dass es diesmal wirklich vorbei ist. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, Freunde, dann lasst gerne ein Like da, ein Comment und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, auch gerne ein Abo da lassen. Ansonsten sehen wir uns gerne wieder bei einem nächsten Projekt. Und bis dahin sage ich erstmal reingehauen.